gar nicht überlegt. Einfach so aus dem Bauch raus. Was für mich Ruhe ist auf dem Land, also ich tue Ruhe jetzt mehr auf die ländlichen Ruhe verbinden. Und auf Stadt habe ich jetzt eine lärmige Grossstadt gedacht. Klischee-mässig. Stadt, Land, laut, leise. Ja, laut, leise war vielleicht, wäre vielleicht der treffende Kommentar. Ich hatte eigentlich keine Bilder im Kopf. Ich habe mehr mir überlegt, was ich mit dem Atem mache, den ich jetzt habe. Also, du hast gesagt, ich soll eine Minute spielen. Etwa. Das hat mir wahrscheinlich etwa viermal die Möglichkeit gegeben, zu schnaufen. Und dann haben wir wahrscheinlich überlegt, was mache ich jetzt in diesen vier Phrasen. Und habe versucht, etwas zu machen, wo einheitlich ist, also wo vom einen ins andere übergeht. Also das Einzige vielleicht, was ich mir überlegt habe, es muss Kontraste drin haben. Stille und Urbanisation sind zwei gegensätzliche Begriffe, wenn wir an Geräusche, an Umwelt, Lautstärke denken. Und dann habe ich probiert, auf einen Input am Anfang zu geben und dann schauen, was dann sich ergibt. So, ich habe dann keinen Plan im Kopf gehabt in dem Sinn. Stille findet an diesem Ort vor allem im Kopf statt. Aber sie findet hier auch statt, zum Beispiel, wenn du am Samstag zu oben hierher gehst. Dann ist es hier total ruhig, also am Wochenende. Das sieht man, dann kannst du hier oben hocken, hat es ein Beiz. Kannst du auf dem Balkon hocken, dann ist es ein bisschen wie im Mittelmeer. Es ist ruhig, obwohl man so mitten in der Stadt ist. Das ist für mich beides hier. Es ist die Stille in der Stadt, also ja, die Stille in der Urbanisation. Also wenn ich Musik mache, dann, ja, dann kommt halt eben der Lärm automatisch. Aber für mich jetzt eben doch auch eine Art Ruhe. Ich bin da wie eigentlich halt eben bei mir und kann da so ein bisschen meine Welt eintauchen. Viel Stau gibt es hier, das heißt wahrscheinlich eher negativ belastet der Ort oder diese Brücke. Das ist für mich natürlich auch Verbindung zur Stadt und absolut städtisches Gefühl. Wenn man hier steht und einfach zuhört, hat man schon mal eine Rhythmisierung von den doch recht regelmäßig durchfahrenden Autos. Also ja, da gibt es auf jeden Fall Verbindungen zur Musik. Das ist zum Beispiel geil, da kannst du einfach zu Flaschen rumschiessen. Oh, das sind gute Sounds. Ja. Man sollte halt hören, wenn sie es mal da verstampfen. Also es gibt sicher einen speziellen Sound. Könntest du Aggressortherapie machen? Am besten ist es irgendwann in der Schublade.
Je mehr Grenzen du dir setzt, je mehr Freiheiten hast. Und das merkst du beim Improvisieren. Und aber mit Sicherheit auch beim Komponieren. Oder? Dass du sagst, so, ich möchte jetzt etwas zum Thema Urbanität und Stille machen, dann überlegst du wahrscheinlich als nächstes Jahr, wie mache ich jetzt das, dass das nicht irgendwie völlig platt ist oder so, also völlig so offensichtlich, sondern du suchst dann Spezielles drin. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr spannend ist. Was ich mir jetzt darunter vorstellen kann, auch in Bezug nehmen auf das Thema, dass man das wie übersetzen kann in laut und leise für die Musik. Und dass der Kontrast vermutlich eine Rolle spielen wird in der Komposition. Kontrast zwischen laut und leise, hoch, tief oder bewegt und eher statisch. Mit dem Fred sind wir alles anders. Also, ich bin sehr neugierig, gespannt, was er jetzt schreiben wird. Keine Ahnung. Einiges an heavy Sachen natürlich auch zum Spielen, vom rein technisch, dass das nicht so einfach wird sein. Und sicher auch ein grosser Spielraum für das Quartett, dass einiges an Gestaltungsmöglichkeiten für uns auch wird innen haben. Und wir haben letztendlich auch kennt uns ja, also wir haben einiges zusammen gemacht, also er weiss ja für wer er schreibt. Also von dem her erwarte ich jetzt nicht etwas vollkommen, etwas, was ich noch nie gesehen habe. Also es wird für mich auch etwas Vertrauens haben. Angefangen hat es eigentlich mit der Blockflöte, als ich etwa 6 gesehen bin, hatte ich bei den Nachbarn eine Blockflötenstunde. Und das war aber eigentlich nicht so erfolgreich, weil ich ein bisschen Wurstfingerli hatte und die Löcher nicht immer ganz gut gedeckt habe. Und dann hat sie immer so, habe immer eins auf die Flöte bekommen, wenn ich es nicht ganz getroffen habe. Es war eigentlich nicht so lustvoll gewesen. Ich wollte ursprünglich Gitarre lernen, dafür hatte ich zu kleine Finger. Dann war in allen Werbungen immer ein Saxophon. Und dann meinte meine Eltern, warum nicht Saxophon? So kam es dann dazu, dass ich Saxophon angefangen habe. Ich komme eigentlich aus einer Familie, wo kein Mensch Musik macht. Bis auf die entfernte Verwandte. Cousin, Onkel, Großeltern, es gibt keinen einzigen, der Noten lesen kann. Ich bin der Einzige, der einfach schon als Kind habe ich immer gemeint, ich will Musik machen. Und dann, ja, denn meine Familie konnte sich nicht leisten, irgendwie Privatunterricht oder so, dann bin ich einfach zu dem Dorfblasmusik gegangen. Und ich habe ein Instrument gewählt, was mir am meisten von denen, die dort möglich waren, gefallen hat, genommen, also Saxophon. Und ich habe mit 11 angefangen, Saxophon zu spielen. Ich habe mit etwa 2 oder 2,5 mit meinen Eltern einen Zirkus Knie in dem mitgetroffen. Dann hat es einen Klon gehabt, der hat Saxophon gespielt. Und dann halt eben ist eigentlich der Fall klar gewesen, ich werde Saxophon klonen. Und habe das eigentlich mehr oder weniger erreicht, dass ich an meinen kleinsten Buben drehen, die ich eigentlich können noch füllen . Vier Persönlichkeiten haben verschiedene Klangvorstellungen auf dem Saxophon, auf verschiedene Art und Weise zu spielen. Aber trotzdem mischen sie sich diese Klänge und wir haben dann auch als Gesamtklang eine eigene Identität gefunden. Und das ist eine Arbeit, die natürlich über die Jahre so gegangen ist. Das ist nicht natürlich sofort am Anfang so gewesen. Es ist etwas sehr Tolles, wenn du 10 Jahre zusammen auf der Bühne
spielst und ein paar hundert Konzerte auf dem Buckel hast, dann funktionieren gewisse Sachen einfach. Und das ist etwas, das ist wirklich ein gutes Gefühl. Hast du die Reihe voll? Glas? Dann. Maschaf Nevala. Nein, Tiferet, Maschaf Nevala. Das ändern wir. Nein, aber nicht immer so Bravo-Stücke am Schluss. Doch, das machen wir. Das geht nicht. Doch, das machen wir, haben wir gestern gesagt. Und dann Flora's Game. Adios Nonino. Und dort darfst du nicht einschlafen am zweiten Tag. Bada, 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 bada. Das ist gut. Und dann der Arrangement, stimmt das? Jetzt für ein Kirchenkonzert wie heute oben versuchen wir Sachen zu nehmen, die eher für ein Publikum sind, wo vielleicht nicht so viel Musik hört. Also das ist nicht so, ja, wo etwas, wo nicht eine spezielle Erwartung hat eigentlich und wo man dann irgendwann abholen kann. Und wenn wir zum Beispiel in Stanz spielen, dann kann man mehr in eine bestimmte Richtung gehen, weil das Publikum, der dort ans Konzert kommt, auch weiss, was es erwartet, wenn beispielsweise Fred Friedman dabei ist. Ja, haben wir uns mal Hemli und Hosen alle auf die gleiche gekauft. Und der Einzige, der das jetzt noch hat, ist der Andrea. Und wir anderen. Und sie haben wieder mal etwas anderes gekauft. Irgendwie auf der Berg und oft in der Lederhose. Und irgendwie auf der Sascha hat seine Plastikhöschen an. Also irgendwie sind alle Kleider verloren gegangen, außer bei mir. Und man kommt noch dazu, dass die zwei Jungen im Quartett, die möchten gerne so hip sein und dann kaufen sie so modernere Klamotten. Solange wir schwarz spielen, ich habe einfach keine anderen schwarzen Kleider. Auch, das kommt auch noch dazu. Aber wir überlegen uns schon, dass wir irgendwas an unserem Outfit noch anders machen. Ah, und welche Richtung gilt das? Das ist eben noch sehr unklar. Wir sind kurz vor dem Konzert. Was ist das so für ein Gefühl? Wie klein, ein bisschen Anspannung meistens. Also wenn es massiv kommt, dann kann es schon Atemprobleme geben. Ja. Aber meistens habe ich es im Griff. Meistens. Wir kommen als Quartett aus einer sogenannten klassischen Ecke. Also wir haben die klassische Ausbildung, aber die haben wir natürlich schon längst verloren. Also wir haben in den letzten 5 Jahren unsere musikalische Identität wirklich auch gefunden. Also wir nennen das Musik unserer Zeit. Wir nennen es nicht zeitgenössische Musik. Musik wirklich von heute, die aber in verschiedenen Bereichen stattfindet. Es kann wirklich zeitgenössische Musik sein, es kann auch ein bisschen Crossover in diesem Crossover-Bereich sein.
Und jetzt mit dem Fred ist das sicher eben in diesem Bereich, in dieser Überschneidung zwischen geschriebener und improvisierter Musik. Was uns von Anfang an klar war, dass wir nicht so das standardisierte Repertoire spielen wollten. Und haben dann halt mal angefangen und ja, habe dann relativ schnell mal Stücke bestellt bei Leuten, die wir einfach so kannten, die das auch noch quasi umsonst gemacht haben. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Zu dem, was wir jetzt machen. Ja. Also mit Leuten wie Fred ist klar, dass wir von uns aus auf ihn zugegangen sind. Und das ist aber immer dann, also das geht dann eigentlich relativ ähnlich. Du schreibst dann jemandem und sagst, du hast die Musik gehört und du kannst dir etwas vorstellen und beschreibst, was dich würde interessieren, zusammen zu machen. Und die Leute die hören sich dann unsere Aufnahmen an und schauen, was wir schon gemacht haben. Oft auch, es geht auch oft über Referenzen in der Szene. Also die fragen dann auch in der Szene rum, haben die schon mal etwas von denen gehört und wie ist es mit denen zu arbeiten? Und aufgrund von dem entscheiden sie sich dann, ob sie quasi mit dir ja, immer gemeinsam etwas machen will. Das klingt schon nicht so sehr toll und dies klingt sehr voll. Sascha, sie sind irgendwie nicht ganz sauber, wie du kommst. Ja, da, 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 die, da, da, da. Ich glaube, wir müssen einfach so scharf wie möglich versuchen. Doch, doch, weißt du, ich habe die Tour schon hier. Die Quintonen generell, die müssen viel schärfer sein, finde ich. Der Chef, pa, 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 pa. Wirklich jeden. Wenn wir eine Komposition bekommen, dann schauen wir zuerst die Partitur an und schauen, was die eigene Stimme bedeutet innerhalb der ganzen Komposition. Und nachher setzen wir es zusammen und nachher probiert man auch verschiedene Interpretationen aus. Also verschiedene Artikulationen, verschiedene Phrasierungen, verschiedene Lautstärken. Und ja, versucht dann irgendwie ein stimmiges Ganzes zu machen. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass man auch quasi sich Fragen aufschreibt und dann dem Komponisten eine Mail schreibt oder anruft und sagt, wie hast du das genau gemeint, das sind wir nicht sicher. Und dann irgendwann kommst du zusammen mit dem Komponisten, spielst ihm das vor und dann merkt man, ob das mit seinen Ideen übereingestimmt hat oder ob er irgendetwas ganz anderes will. Okay, ich spiele mal ein Lied, probieren wir mal. Komposition in 9 Teile eigentlich und man kann sich das im Prinzip vorstellen wie ein Big Mac. Da kommt zuerst eine Schicht Komposition und dann kommt eine Schicht Improvisation und dann kommt wieder eine Schicht Komposition, dann wieder Impro und Komposition. Fred hat sehr verschiedene Arten zu komponieren, das ist jetzt eine Art davon. Das ist so eine Charakteristik von seinen Kompositionen, dass er innerhalb von einem Satz sehr stark an einer Idee bleibt. Und wenn er nachher weiter will gehen, dann kommt ein neuer Satz sozusagen. Ist schon bei dieser Musik da ist hauptsächlich der Klang, wo man sehr daran schafft. Also rein technisch von den Fingern und rhythmisch gibt es da eigentlich keine grossen Probleme oder eigentlich überhaupt keine. Da ist eben relativ viel, was Lautstärke oder Gestaltung und so ist, freigelassen. Dann können wir auch unsere Interpretation stärker einfließen lassen. Es gibt andere Kompositionen, wo bis im letzten Detail ganz genau aufgeschrieben ist. Dann muss man sich schon bemühen, das zu machen, was in den Noten steht. Aber auch dort gibt es immer noch irgendwie interpretatorische Sachen, die reinfließen, die von uns kommen und nicht von Komponisten. Vage, ich kann mir vorstellen, dass wir eben die Teile, die hier komponiert sind, das spielen wir selber auf CD ein und das kommt dann teilweise auch noch von Ghetto Blasters, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das kombiniert sich eigentlich mit sich selber und dann kommen auch noch Ausschnitte, wo Fred direkt aufs PA lädt von
Ambient Sounds von Oakland zum Beispiel. Ja, aber da ist noch sehr viel offen. Ich glaube, das ist auch Teil von diesen zwei Tagen Probezeit, die wir dann gemeinsam haben, um zu schauen, was wir dort machen können. Fred Frizz ist für mich einer, der mit seinen Hunderten von Sample-Loopers, die er auf der Bühne hat, und Verzerrer und Echo an dem Gerät, hat schon so lange eine Geschichte mit dem jetzt geschafft, dass das für mich nicht mehr tönt nach einem Effekt, wie es eben sehr oft dann überkommt, und dass er wirklich die Sache braucht, wie ein riesiges Instrument. Das ist sicher das Spezielle. Dass er uns Impuls gibt und wir versuchen dann, die Impuls aufzunehmen und mit unserem Medium zu übersetzen. Und da kommst du auch plötzlich auf eine abstraktere Sprache als die Sprache, die wir sonst haben. Also dass er, wenn er jetzt irgendetwas nimmt, Ketten oder und seine Gitarre mit diesen Ketten behandelt beispielsweise, dann gibt das wieder einen Impuls, und auch einen akustisch, also mehr, nicht nur jetzt, wie er das macht, weil wir schauen nicht, wie er es macht während dem Konzert, sondern hörst du wieder etwas sehr Fremdes. Und je nachdem kann das sein, dass du durch das dann wieder auch etwas sehr Fremdes mit deinem eigenen Instrument machst, also etwas sehr Abstraktes. Das ist manchmal die Schwierigkeit von der Musik von Fred, dass es so plötzlich von einer ganz festen Struktur ins Improvisierte geht und man hat wenig Zeit, aber trotzdem muss etwas rauskommen, das wirklich in der Musik passt und etwas sagt. Also was ich bei seiner Musik und auch vielleicht bei seiner, wie er improvisiert, noch speziell finde, ist, dass er keine stilistischen Grenzen eigentlich kennt. Das ist von wirklich ganz frei bis atmosphärisch bis plötzlich mal eine Rock'n'Roll-Nummer, ein Song. Das kann alles beinhalten. Es hat eigentlich mit der Musik nichts zu tun, aber es zeigt, wie der Fred, obwohl er seit langen Jahren in Amerika lebt, aber trotzdem ein Engländer ist und sehr doch verbunden ist mit England. Wir haben lange in Münchenstein geprobt und dann haben wir Pause gemacht. Und auf die Wiese da vom Gymnasium hat einen Club von, es ist vor allem Pakistaner oder Indier, die Cricket spielen. Und der Fred hat gesehen, die spielen Cricket und so. Und er ist nicht mit uns Kaffee trinken, sondern ist dahin gelaufen. Und dann hat während der ganzen Pause Cricket mitgespielt. Und dann mussten wir ihn holen und sagen, jetzt proben wir weiter. Oder sonst hat er weiter Cricket gespielt. Oder? Jedes Mal, wenn wir mit ihm irgendwann mehr hier sind, haben wir nachher wieder müssen auf die Zurückkraft fahren, weil er irgendwann mehr sie jetzt halt eben Gitarre liegen lassen hat. In einem Karren oder an einer halt eben Bushaltestelle oder an einem Konzertort. Eben, du kommst halt hin und sagst auf einmal, oh no. Das ist eigentlich ein schönes Bild, was du dort hast, wenn du den Radar anschaust. Das ist eigentlich das, was du beim Improvisieren immer machen musst. Du hast eigentlich auf dem Kopf hast du so einen Radar
was er dreht. Und du bist einfach offen und schaust, was kommt von außen. Und dann versuchst du irgendwann, du auf das reagieren. Viel wichtiger beim Improvisieren, als auf Senden stehen, ist auf Empfang stehen. Zu schauen, was ist da, was kann ich aufnehmen. Und dann irgendwann entscheidest du, jetzt kommt wieder etwas zum Senden. Bei Fred, wenn man ihn über die Jahre ein bisschen verfolgt hat, merkt man ja auch, dass da wird am Abend nicht alles neu erfunden. Also da wird aufgrund von Zusammenstellung von Musikern und Umständen wird vielleicht neu kombiniert und energetisch wird vielleicht sehr viel improvisiert, aber das Material bleibt doch sehr ähnlich. Also. Ich könnte jetzt, wenn ich sagen wir, die verschiedenen halt Saxophonisten würde, halt eben hören, frei auf die improvisieren, könnte man ziemlich schnell sagen, ah, das ist jetzt halt eben der Sascha oder das ist jetzt der Beat. Jetzt schon, mehr, er tut schon ein bisschen seine Sprache auf eine Art halt eben entwickeln. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Hallo, Nomi. Grüß Gott. Hallo. Was ist denn? Ich kann es nicht mehr sagen. Fried. Genau. Ja, das ist der Künstler, hä? Ja. Grüß Gott. Oh, mein Gott. Ja, schön. Gut. Number 7. In general, the tenor should be a bit more staccato, a bit more like the baritone. That's it for that piece. Generally speaking, that sounded very beautiful. I will give you some things to do in the guitar part in number 4. And number 6, I will probably write this evening and print out tomorrow. I realize that the baritone part should be an octave higher than you playing it. You play the first part an octave higher? Yeah. Right, so up to the first double bar anyway is fine, yes? And up to the second double bar is also fine, yes? Yeah. You can play to 36, is that correct? No, not correct, but almost. I don't want them to be too secure. And I think a lot of the time that's an attitude that I have towards classical music. Perhaps because I'm insecure myself whenever I come in contact with classical musicians, I always feel paranoid and think they're going to look down on me because I come from a rock background. Or, you know. Well, not anymore, but it used to be like that. So I think I got my own back by 54. The last note of the bar. At the moment you have a concert A. Now it should be a concert D. Below that A. Low. Low.
started thinking about that the last 200 years has been about the migration of people who grew up in places like this and moved to the city for economic imperative reasons. And so that was the starting point for me, was trying to think about emptiness and comparing that to a city in which my feeling about the city was that it was about this strange phenomenon where there are millions of people all in a very small space and they are all necessarily together, but at the same time they are all necessarily apart from each other. So the city is all about this contradiction of being crammed together and at the same time absolutely alone in a way. And between these two things, of course, my melancholy streak was exercised. Because both of these things are rather kind of sad, you know. On the one hand, you have a countryside which has been depopulated and is now very empty and eerie, and you've got a city where people are very busy, very fast, staying away from each other. So I guess these twin polarities were for me what the piece ended up. That time, in the second time through, the alto did a very beautiful thing. And I'd like to make sure you always do it. The first person who has the dotted notes, they should be a little bit more staccato. Takt 16, soprano. Kannst du vielleicht diese Data ein 32. Not machen? Ba-ba. Yeah. They have an enormous technical range, a huge vocabulary. If I ask them to do that, they can just do it. But at the same time, sometimes it's harder to get at the organic business of why you do something when you do it, which comes from the experience of doing a lot of improvising. And I think Arte are still working towards that, and in a way that's what I like too. Because in a way, I feel as if we can go very far because they have a lot more openness to do things they haven't done before. So I'm going somewhere where I haven't been, and so are they. That's a pretty good situation. Quartet, as an entity, has a sound, and you can recognize who is playing. And I think with Arte, I think that they have not yet achieved all they can achieve in this regard. They're already much better than when I first met them from the point of view of having a sound. There's no doubt how skillful they are as individual players, but the sound of the group is still developing, is still evolving. And if there's an area where I think that they will grow, that's definitely the area, for sure. Thank you.
I can say, you know, we're going to take this away, we're going to put this here. There's never any panic. It's very clear. And, well, we'll see what we get tomorrow. But if we don't get a good result, it'll be more my problem than theirs, that's for sure. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht für Projekte, dass wir einfach weggegangen sind für 3-4 Tage. Was es bringt, ist einfach, dass jeder aus seinem alltäglichen Umfeld rausgerissen wird und wirklich die 3 Tage nur für diese Sache da ist. Also jetzt nicht nur, dass man probt, aber dass man auch zusammen isst, einfach den Tag zusammen verbringt. Also das finde ich jedes Mal, also es bringt es ein Projekt extrem viel, vor allem menschlich, aber das spiegelt sich dann, finde ich, auch in der Musik und im Musikmachen oft wieder. In einer guten Atmosphäre immer können arbeiten und wir haben auch nicht auf zu viel jetzt Zeug gemacht. Also weißt du, und es gibt dann andere, die wollen dann etwas 100 Mal machen und das auf Merkschaft bin, man macht so viel so jetzt halt Zeug, wenn man merkt, okay, ich glaube, das ist jetzt einigermaßen klar, dann ist das für ihn dann auch gut. Ich meine, jetzt bei den Proben von den Stücken mit ihm haben wir schon einige Details noch geändert. Artikulationen, Akzente, Lautstärke anders gemacht, so wie er das sich vorgestellt hat. Jetzt haben wir mit ihm schon 2-3 Mal gearbeitet. Das heißt, es ist eine gewisse Vertrauensbasis. Auch durch die Arbeit jetzt in Niederrickenbach hat sich einfach ja, Vertrauen ergeben und auch Respekt letztendlich. Das braucht es auch. Und Offenheit von seiner Seite, einfach unsere Anregungen anzunehmen. Und die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre war eindeutig so, dass er es auch wünscht und ja, dass es wirklich ein Austausch ist. Ich glaube, sie ist auf dem Tag auf der anderen. Das ist jetzt heiß. Ich halte mal das Finger. Moment mal. Change it now. It fade in, but that's... We can do it while the soprano is playing. Yeah. Well, what? While the soprano is playing the multiphonics. Okay, so that's under control. Yeah, we have plenty of time. So you've written that in your part, you know you okay. Have to go change it. Okay. All right. Okay. And together? Yes, well, no, it doesn't matter. Coming in together is not important, but it is important that it doesn't fade in. I want to hear the entry. Okay, give me, at D, give me 15 seconds. So right now we should be hearing, let's supposing we go from D. Could you turn it off? The CD? Yeah? Yeah. It must always be on, please. It's on? Ah, scheiße. Ich mag das immer mit der falschen Fader. I think I will change this, just to be on the safe side. A wrong mistake. Explain us what a wrong mistake is. Thank you.
Almost. I don't know. No hurry.